Also die erste Frage kommt von der Alexandra. Würdest du den Russlanddeutschen raten, nach Russland auszuwandern aus Deutschland, da es dort mehr Möglichkeiten gibt, im Ökodorf nah an der Natur zu leben? Das ist eine sehr ernste Frage, mit der ich mich auch schon seit längerem beschäftigt habe. Mittlerweile denke ich, habe ich für mich diesen Kapitel abgeschlossen, mich mit der Frage zu beschäftigen eben. Ich werde dazu natürlich ein paar Ansätze mitteilen. Angenommen, wir ziehen jetzt in ein Ökodorf um, wo alles schön ist und die Natur ist und keiner uns belästigt oder beleidigt oder uns etwas Böses antun will. Natürlich könnten wir auch dort sehr gut vielleicht Yoga praktizieren. Aber eine andere Frage, ob das uns glücklich machen wird, wenn wir uns von der Außenwelt abschotten und von den nicht so schönen Sachen dieser Welt uns wegdrehen und umdrehen. Manche würden natürlich glücklicher damit sein oder sich besser fühlen, aber das ist keine Garantie dafür. Wenn wir uns schon alle hier in Deutschland zusammengefunden haben, hat es auch einen bestimmten Sinn, warum wir da sind. Meiner Meinung nach passiert gerade hier und jetzt die Evolution sehr, sehr stark. Jeder Mensch ist gerade an dem Ort und gerade in der Zeit, da wo ihr die meisten evolutionären Eigenschaften für sich halt ansammeln kann, da wo ihr am schnellsten evolutionieren kann. Manche negativen Eigenschaften und Seiten des eigenen Ichs kann er abarbeiten. Er kann auch positive Eigenschaften, positive Erfahrungen für sich aufarbeiten. Wenn man jetzt euch aus dieser Umgebung herausnimmt und woanders hinsetzt, könnt ihr diese Eigenschaften nicht mehr bekommen, für die ihr hergekommen seid, also in diese Welt, in diese Reinkarnation, damit ihr diese Eigenschaften für euch sammelt. Anscheinend braucht ihr sie, sonst wärt ihr jetzt nicht gerade hier und nicht gerade unter diesen Umständen. Wenn ihr in die Schriften reinschaut, vor allem die buddhistischen Sutren, die sagen, die Welt ist eigentlich ideell aufgebaut. Es gibt kein Böses, es gibt kein Gutes. Alles passiert so, damit wir weiter wachsen. Und jeder Mensch lebt in seiner eigenen Realität, die gerade für ihn richtig ist. Natürlich haben wir eine Realität, die umfassender ist, wenn wir ein Land oder ein Kontinent nehmen. Da sind manche Aspekte der Realität ähnlich. Das heißt aber nur, dass wir diese gleichen Aspekte in uns aufarbeiten müssen. Und weil die Dinge so passieren, wie sie passieren, heißt es nicht, dass die Welt um uns herum so feindlich oder so schlecht ist. Das heißt nur, dass wir das miterleben müssen, um daraus bestimmte Schlüsse zu ziehen, um daraus bestimmte Eigenschaften unseres Ichs zu gewinnen. Natürlich gibt es bei jedem Menschen auch sowas wie ein Heimatgefühl und sowas wie ein Heimweh. Menschen, die zugezogen oder umgezogen sind, haben natürlich ein Bedürfnis, sich wohlzufühlen und sich gut zu fühlen in ihrer Umgebung. Man sollte aber hier in dem Sinne sich nicht zu verhaften oder sich nicht zu haften. Man sollte breiter sehen als nur diese eine Inkarnation und diese, sag ich mal, letzten 10 Jahre oder der letzte Lebensabschnitt. Wenn man sich vorstellt, wie viel Leben man schon auf dieser Welt gewesen ist, kann man daraus Schlüsse ziehen, man hat schon in Russland gelebt, etliche Male, man hat in ganz Europa gelebt, etliche Male, vielleicht war man auch in Indien einige Male wiedergeboren. Und wenn man jetzt diese ganze Spanne an vielen Inkarnationen betrachtet, ist jetzt eure Heimat Russland, ist es Europa, ist es Indien oder China oder ist es ein anderes Land? Wir sollten die Welt als eine Einheit, als eine Ganzheit sehen und wir sollten verstehen, dass wir alle, wie es heute bei einer anderen Lektion angesprochen wurde, in einem Boot sitzen. Und das Problem in dem Boot ist folgendes, dass jemand ein Loch da reingehauen hat und das Boot füllt sich langsam mit Wasser. Es ist jetzt nicht so, dass er so ein schlimmer Mensch ist, es passiert so, wie es passiert. Und unser gemeinsames Bestreben ist es jetzt,
diesem sinkenden Boot ein bisschen Abhilfe zu verschaffen. Die Krankheit heißt Egoismus, die dieses Loch in das Boot geschlagen hat. Der Welt geht es wirklich nicht so gut. Es ist aber kein Fakt, wenn ihr umzieht oder in ein anderes Land zieht, dass es euch besser gehen wird. Nach dem Prinzip, wie ich schon sagte, jeder bekommt das, was ihn weiterbringt, und vor den Problemen kann man nicht weglaufen. Wenn man von den Problemen wegläuft, tauchen am neuen Ort dieselben Probleme wieder auf. Wenn man von seiner Evolution wegläuft und woanders hinzieht, man hat diese Lektionen aber noch vor sich. Man müsste diese Lektionen noch meistern, um zu wachsen, damit die Seele wächst. Wenn wir jetzt wegziehen, diese Lektionen nicht bekommen, heißt es, wir müssen in der nächsten Inkarnation trotzdem das alles nochmal durchmachen, vor was wir weggegangen sind. Um zu den Schriften zurückzukehren, heißt es in der Mahabharata, eine evolutionierte, eine hochgeistige Seele sollte sich nicht an irgendein Land klammern. Mein Ratschlag ist, wenn man jetzt von Russland spricht, dieses Land zu bereisen, zu besuchen, zu sehen, wie die Leute dort leben, zu sehen, wie die Leute dort in Öko-Dörfern leben, zu erfahren und zu hören, was man von diesen Leuten denkt. Möchte man so leben wie diese Leute oder möchte man etwas anders leben? Wenn jetzt die Menschen, die, oder angenommen Sie als Fragesteller oder Fragestellerin, könnten jetzt hier in Deutschland, in der Stadt, wo Sie leben, jemandem helfen, jemandem positives Wissen weiter zu vermitteln. Es geht, vielen Menschen geht es wirklich schlecht in ihrer Umgebung. Einfach wegzugehen heißt, sie realisieren nicht diese Möglichkeit, diesen vielen Menschen um sie herum zu helfen. Deshalb ist mein zweiter Vorschlag zu dem, dass sie dieses Land bereisen und anschauen, dieses Dorf vielleicht suchen, nachdem ihr Wunsch sie halt streben lässt. Die andere Variante, an sich zu arbeiten, ihre Energie aufzubauen und versuchen, Menschen in der Umgebung hier zu helfen. Das ist sehr viel schöner und das wird ihnen sehr viel mehr zurückgeben, als sich in ein Ökodorf zurückzuziehen. Dass sie wirklich, wie soll man sich da richtig ausdrücken, die Zähne zusammenbeißen und hier nach vorne gehen und hier etwas schaffen, hier ein positives Umfeld für euch schaffen. Das wird wirklich effektiver sein und für ihr Karma sehr viel besser sein, sehr viel intensiver sein und sie sehr schnell nach vorne bringen. Wir haben in Deutschland auch mittlerweile eine sehr gute Gemeinde, eine Gruppe oder ein Club von Freunden, eine Gemeinschaft von Freunden, die sich gegenseitig helfen, mit Rat und Ratschlägen unterstützen. Wir treffen uns hin und wieder bei Seminaren, bei bestimmten Feiern, im Yoga-Camp treffen wir uns. Also es gibt Möglichkeiten, mit den Menschen zu kontaktieren, mit den Menschen in Beziehung zu stehen und die Beziehungen aufzubauen und zu vertiefen. Vielleicht ist für manche Menschen ein Umzug auch richtig oder sinnvoll, aber bei weitem nicht für alle. Und also meine persönliche Meinung, wo ich jetzt auch kurz vorm Wegziehen oder vorm Umziehen war, meine persönliche Meinung war, solange man in Deutschland Yoga praktizieren kann, solange man hier nach vorne kommen kann, solange es hier auch Leute gibt und Leute leben, die mich auch hören können, an die ich herankomme und positives Wissen an diese Leute weiterbringen kann, bleibe ich natürlich hier und mache das, was meine Pflicht ist. Jeder Mensch hat seine eigene Pflicht und die müsste er erfüllen, um voranzukommen. Es gibt für keinen eine Vorschrift oder eine allgemeine Regel für alle, du musst es so machen oder du musst es so machen. Für manche ist es gut, nach links zu gehen und richtig, für andere ist es gut, nach rechts zu gehen und auch richtig. Deshalb muss man hier individuell entscheiden. Aber ein Umzug ist mit sehr vielen, auch Hindernissen und es ist nicht leicht, sowas durchzuziehen, vor allem wenn man dort keine Community, keine Gemeinschaft hat, zu der man geht. Es ist besser, sich hier diese Umgebung aufzubauen, dieses Ökodorf, diese Landschaft und diese Heimat
hier zu schaffen, wo man sich gerade befindet. Wie ich es schon sagte, solange die Zeit und solange das soziale Umfeld es ermöglicht, hier Yoga zu praktizieren, ist es sinnvoll, auch hier zu bleiben. So viel zu der ersten Frage. Die nächste Frage von Momir, die Frage: Wie schlimm ist Stolz und was ist die Strafe, falls ein Mensch zu stolz und zu stur ist? Hier ist es auch wiederum: Manchmal ist Stolz hilfreich, um nicht abzusinken, um nicht zum Abschaum der Gesellschaft zu werden, sozusagen. Ein bisschen Eigenstolz und Ego hat einem meiner bekannten Praktiker geholfen, nicht bestimmte komische Sachen wie Alkohol, Drogen und Zigaretten auszuprobieren, weil er sich gesagt hat: Ich ziehe mich in so einen Dreck nicht rein. In diesem Fall und Moment kann Stolz richtig sein. Im anderen Fall, wenn ihr die Mahabharata liest, was Stolz für Unheil angerichtet hat in der Menschheit und Stolz sehr, sehr vielen Menschen das Leben gekostet hat. Wegen Stolz brechen Kriege aus, Stolz nährt und stärkt das Ego, also ist es ein Ding, was Negatives auch schafft und den Menschen sehr stark verblenden lässt. Die Strafe dafür ist meiner eigenen Meinung nach, also wie im Sprichwort Hochmut kommt vor dem Fall, also Hochmut gleiches wie Stolz, dass man in der nächsten Inkarnation eher gedemütigt wird, eher eine untergesetzte Rolle bekommt und immer von oben eine draufkriegt, damit dieser Stolz halt aus dem Menschen herausgetrieben wird. Es wird keine schöne Inkarnation sein. Man sollte gegen den eigenen Stolz eher vorgehen. Bescheidenheit ist dieses Zauberwort. Bescheidenheit kann man sogar praktizieren. Es ist eine sehr große, es ist eine sehr starke, wirkungsvolle Kraft, die Bescheidenheit, weil es als eine Hilfe auch sein kann. Wie gesagt, im Gegenteil zum Stolz, der verblendet und der dann eher zu falschen Entscheidungen im Leben führt. Also Menschen, die bescheiden sind, die Menschen kommen zu ihnen selber. Und ein Stolzer, das ist wie einer, der Stacheln um sich aufbaut und keinen sich heranlässt und den ersten Platz besetzen möchte und alle von seiner Pyramide runterkickt sozusagen, um seinen Platz nicht zu verlieren. Das Wichtigste, was ich auch noch vor kurzem gelesen habe, woran Menschen leiden, die ihr Geld verlieren, also wenn reiche Menschen, bei denen ist der Stolz auch sehr hoch ausgeprägt, wenn sie dann pleite sind, schmerzt jetzt nicht dieser Geldverlust oder die Armut an sich, es schmerzt dieser gebrochene Stolz, dass der Mensch seinen Status verloren hat. Also das ist dann eben das Leid, was dadurch kommt. Gibt es Beispiele, wo Stolz Unheil über viele Menschen gebracht hat? Natürlich, das ist die Mahabharata. Bitte lest dieses Buch, da ist es ausführlich. Das ist ein ganzer Weltkrieg wegen ein paar stolzen Männern, wegen ein paar stolzen Absichten begangen wurde. Ist Stolz eine Rajas-Eigenschaft? Stolz ist eigentlich ein Problem eher des Vishuddha-Chakra. Ob es eine direkte Rajas-Eigenschaft ist, Rajas ist ein bisschen was anderes. Rajas ist die Aktivität, ist die Unordnung, ist das der aktive Aspekt des Universums, ist eins der Gunen. Stolz ist mehr oder weniger eine Eigenschaft des Charakters und ist eher eine Dysfunktion in der Vishuddha-Chakra. Natürlich muss jeder diesen Schritt auch durchmachen. Bei den Halbgöttern oder Asura ist diese Vishuddha-Chakra auch sehr aufgebläht energetisch gesehen. Deshalb fangen sie auch Kriege an auf interstellarer Ebene, sagen wir mal so. Das ist auch alles in den Schriften nachzulesen. Natürlich in der jüngeren Geschichte wird es bestimmt auch Beispiele geben, wo Stolz oder falscher Stolz Unheil über die Menschen bringt. Okay, wir machen weiter. Die Frage von Arian: Wie viele Mudras gibt es und für was steht jedes von ihnen? Und wie wirkt sich das auf die Energetik aus, beziehungsweise hängt mit der Energie zusammen? Zu Mudras gibt es auch bestimmte Bücher, Schriften, Sammlungen. Ich kann euch hier einige der Mudras erklären und erzählen.
Die am häufigsten verbreitete Mudra, die wir auch in den Asanas mit einbauen, ist die Jnana Mudra, wo der Zeigefinger mit dem Daumen in Berührung kommt. Jnana bedeutet Wissen, wortwörtlich übersetzt, hilft während der Praxis, sich zu konzentrieren, oder die Mudra der Konzentration. Hat den energetischen Hintergrund, dass die Energie nicht durch die Finger verloren geht, sondern vom Zeigefinger umgeleitet wird, in den Daumen geht und zurück in den Körper fließt. So hat man die Energie im Körper als Gefäß und die Energie fließt aus diesem Gefäß nicht raus. Hilft, die Konzentration zu steigern. Die nächste Mudra, was in den Asanas oft verwendet wird, ist die, ist mir der Name jetzt gerade entfallen, vielleicht kommt er, mit dem Daumen, den Daumen in die Faust schließen. Hat auch den gleichen Energie, Mushti, genau, Mushti Mudra heißt die, hat den gleichen energetischen Hintergrund. Wenn man Babys beobachtet, die schlafen auch mit so einer Faust, wo der Daumen drinnen ist. Das heißt einfach, das spart Energie. Wenn die Finger spitz auseinandergespreizt sind, wirft es die feinstoffliche Energie aus dem Körper. Die Aura, wenn man sie fotografiert, zeigt hier auch bestimmte Energiekanäle. So schließt man es und behält die Energie im Körper. Die nächste Mudra, die ich erkläre, ist die Dhyana Mudra. Dhyana heißt innere Konzentration oder die innere Betrachtung. Die linke Hand ist unten und die rechte draufgesetzt. Buddha wird oft mit dieser Mudra abgebildet, eignet sich dann mehr für Meditation, weil diese Mudra auch beruhigt, den Körper zur Ruhe kommen lässt. Die Daumen berühren sich und bilden wie so ein Kreis oder Dreieck. In dem Moment, wenn es um diese Mudra geht, ihr könnt es auch mit in der Siddhasana diese Mudra ausführen oder in anderen Variationen. Versucht mal so zu meditieren. Versucht hier die Erfahrung zu sammeln, wenn ihr so sitzt für Viertelstunde, 15 Minuten, mal so sitzt, ihr bekommt dieses Gespür auf eure innere Welt und auch mal so hinsetzt und versucht euch zu beruhigen zumindest oder sogar auf eure Atmung zu konzentrieren. Eine der nächsten Mudras, die ich auch heute haben wir sie alle gemacht, das ist die Viparita Karani. Die Umkehrpose, das ist auch als Mudra zu betrachten, gilt auch als Mudra, weil sie die Energie nach unten in den Körper fließen lässt. Die Energie wird hier aufgebaut und gesammelt in den oberen Chakren oder Zentren, also Viparita Karani Mudra. Dann gibt es noch die Maha Mudra, wird so ausgeführt. Das ist jetzt keine Anleitung zum Üben, das ist nur das kurze Kennenlernen. Anleitungen zum Üben müsst ihr selber im Internet suchen oder euch von mir eine nähere oder ausführlichere Anleitung holen. Man hat die Hände hier, das ist die Maha Mudra, und dann passiert noch tiefere energetische Arbeit durch Vorstellungskraft, durch Visualisation. Also alles weitere dann bei mir in den im direkten Kontakt. Das waren einige Mudras, es gibt viel mehr. Mudra bedeutet einfach Schlüsselstellung für die Energie. Und jede Mudra leitet die Energie anders um als die andere. Shako. Ist es ratsam für Anfänger, einmal die Woche Yoga zu machen oder mindestens zwei, dreimal oder jeden Tag für Leute, die nicht so viel Zeit dafür haben? Was ist also das Mindeste hierbei? Das Mindeste ist, alle drei Tage einmal Hatha-Yoga zu praktizieren. Für einen beginnenden Praktiker ist es vollkommen in Ordnung, vollkommen ausreichend. Natürlich müsst ihr verstehen, warum dass ihr Hatha-Yoga praktiziert. Hatha-Yoga ist lediglich ein Instrument, um eure Energie zu konvertieren, um eure Energie umzuwandeln. Wenn ihr keine Energie umzuwandeln habt, dann macht das Hatha-Yoga am Anfang auch nicht so viel Sinn. Da wir aber in einer nicht so energetisch reinen Welt leben, saugen wir immer einen Teil negativer Energie aus der Umgebung auf und natürlich müssten wir in der heutigen Zeit, weil die Kali-Yuga herrscht, verstärkt auch bestimmte Praktiken ausführen. Man kann das so verstehen, dass das Hatha-Yoga wie ein Pflug ist, das ist die grobe Arbeit. Dann gibt es die Pranayama, geht schon ein bisschen feiner. Dann gibt es Mantrayana, also Meditation durchs Mantra singen. Wenn Hatha-Yoga jeden Tag für Sie zu anstrengend oder zu viel ist, können Sie an anderen Tagen andere Übungen, andere Praktiken durchführen. Vielleicht Viertelstunde, wenn das zeitlich nicht klappt, oder halbe Stunde Mantra singen
euch auf euren Atem konzentrieren, das ist auch alles Yoga. Man muss jetzt nicht jedes Mal die Matte ausrollen und 1,5 Stunden oder 2 Stunden dahin ackern. Das ist nur für die Leute wichtig und sinnvoll, die verstehen, ich habe an mir was zu ändern, ich muss es ändern. Dann kann man auch 2 Einheiten am Tag durchführen. Für Leute, die sich für etwas Bestimmtes vorbereiten müssen. Das ist auch alles individuell. Als Mittelwert, wie ich schon sagte, 2 bis 3 Hatha-Yoga-Einheiten in der Woche und zusätzlich jeden Tag vielleicht ein bisschen Reinigungsübungen, Shatkarma, konzentrieren, positive Bücher lesen. Das ist auch alles Yoga und auch alles Selbstvervollkommnung sozusagen. Um die ersten Erfahrungen zu sammeln, kann man natürlich etwas verstärkt oder etwas mehr machen. Das erste Jahr, die ersten 2 Jahre. Danach pendelt sich das ein, danach bekommt man mehr verschiedene Übungen und Techniken als Werkzeuge, die man benutzen kann. Und man hat so einen Turnus, wo man ständig abwechselt. Einen Tag macht man zum Beispiel Hatha-Yoga, den nächsten Tag macht man die Einheit Pranayama, am dritten Tag Mantra, am vierten Tag noch etwas und dann wiederholt sich das laufend. Also oder je nachdem, wie man Kraft und Lust hat, etwas zu praktizieren. Okay, Frage vom Jan. Glaubt ihr also Club Om an einen Gott? Das ist eine sehr individuelle Frage. Ich kann für den ganzen Club nicht beantworten. Ich kann nur von mir aus etwas sagen. Manche Leute haben die Bezeichnung Gott dafür, manche sagen dafür das Universum. Gott oder eine Gottheit ist eine bestimmte Energie. Und Energien im Universum sind für bestimmte Prozesse und Abläufe verantwortlich. Natürlich gibt es verschiedene Energien im Universum. Deshalb gibt es in den Pantheons viele Gottheiten auch. Auch im Indischen werden die 3 Hauptgottheiten genannt, Brahma, Vishnu und Shiva. Das sind einfach 3 Aspekte des Universums. Man kann sie personifizieren, als Gott bezeichnen, man kann sie als Energie bezeichnen. Wenn man es als Energie nimmt, ist Brahma die schöpfende, die schöpferische Energie. Es ist die Energie, die im Universum alles schafft. Vishnu ist die aufrechterhaltende Energie, die im Universum alles aufrecht erhält und das Gleichgewicht aufrechterhält, für das Gleichgewicht zuständig ist. Und natürlich muss diese Spielwiese, wie ich sie nenne, auch einmal kaputt gemacht werden, damit eine neue Spielwiese entsteht. Dafür ist dann Shiva verantwortlich, der die zerstörerische Kraft bringt, aber durch Zerstörung kommt einfach auch Erneuerung. Das gehört auch zum Aspekt des Universums dazu, dass irgendwie ein alter Mann mit einem weißen Bart irgendwo auf einer Wolke sitzt. So wird es natürlich nicht sein, sind alles Energien. Versucht eure eigene Erfahrung darin zu sammeln. Versucht tief in eurem inneren Kontakt zu dem Gott oder zum Universum, zum allgemeinen Bewusstsein, das sind verschiedene Wörter für den gleichen Aspekt, aufzubauen. Versucht etwas Positives für andere Menschen zu tun, mit diesem Bewusstsein oder mit dieser Konzentration. Weil wenn ihr etwas Bewusstes für die Menschheit macht, bekommt ihr einfach die Unterstützung dieser höher gestellten Energien und von weiterentwickelten Wesen. Weil es auf dem Planeten zurzeit nicht so rosig alles ist und natürlich jeder, der altruistisch handelt, jeder, der anderen Menschen hilft, natürlich auch von diesen höheren Energien und von diesen höheren Kräften unterstützt wird. Das wird dann eure Erfahrung sein, ob es denn einen Gott gibt oder nicht, weil die Frage ist spezifisch, denke ich, an diesen Herrn, der sie gestellt hat. Sie müssten es einfach für sich selber in eigene Erfahrung herausfinden. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, es gibt einen oder es gibt keinen. Nochmal die Frage von Schako, auf was sollte man sich beim Meditieren orientieren? Auf die Tiefe in Bezug auf Atmung und so weiter oder eher bewusst mit dem Willen und Verstand die innere Energie fühlen und zu vermehren? Es gibt verschiedene Meditationstechniken und es gibt verschiedene Meditationstechniken darum, weil es verschiedene Menschen gibt.
Für einen wird die Technik leichter und zugänglicher sein, für den anderen wird eine andere Technik leichter und zugänglicher sein. Buddha hat einige Meditationstechniken an uns weitergegeben. Diese benutzen wir bei der Vipassana hauptsächlich. Zum einen ist es die Meditation, die Beobachtung der eigenen Atmung, wie das in der Frage richtig formuliert wurde. Man vertieft die Atmung durch den Strecken. Man beobachtet die Atmung und versucht, alles andere abzuschalten. Alle anderen Empfindungen, alle anderen Reize, alle anderen Gedanken abzuschalten, dann nicht mehr drauf zu sehen und nur die eigene Atmung beobachten. Versucht da zu üben, versucht hier eure ersten Erfahrungen sammeln. Natürlich muss der Körper auch vorbereitet dafür sein. Wenn der Körper anfängt, dass die Füße einschlafen, dass etwas drückt und zwickt, dass der Rücken müde wird, natürlich kann man nicht lange meditieren. Deshalb ist das Hatha Yoga da, um den Körper dafür vorzubereiten. Man kann natürlich auch einen anderen Meditationspunkt, ich sage dazu fast Ankerpunkt, aussuchen. Zum einen kann es die Atmung sein, zum einen kann es ein Bild sein, das Sie in eurer inneren Welt sich vorstellen. Es kann das Bild von einer Gottheit sein, ein starkes Symbol sein. Wichtig ist, dass ihr die Konzentration übt. Konzentration ist die Vorstufe der Meditation. Am Anfang wird sie durchbrochen von euren eigenen Gedanken, die euch ablenken. Trainiert die Konzentration, dass sie länger ist. Was ihr dazu hernimmt, ob es der eigene Atem ist, ob es der Herzschlag ist, ob es ein Symbol ist, ein Bild, es ist euch überlassen. Probiert die und die Variante aus, die euch besser gefällt, die eine Resonanz in eurer inneren Welt findet. Die Variante könnt ihr dann natürlich auch benutzen. Okay, wir kommen langsam zu Ende. Hat mich gefreut, dass ihr die Fragen gestellt habt. Es war jetzt ein bisschen spontan, dass wir uns dazu entschieden haben. Natürlich werden wir dieses Projekt auch ausbauen. Das war heute wieder eine Testversion, ein Testlauf für das deutschsprachige Publikum. Natürlich ist die Uhrzeit nicht mehr so günstig gelegen. Vielleicht schaffen wir es, dass wir das nächste Mal die Uhrzeit günstiger legen, auf den Nachmittag, auf den früheren Abend und versuchen, so eine Yogawelle etwas in ausgebauter Form durchzuführen. Vielleicht nicht mehr 2 oder 2,5 Stunden, sondern 4, 5 oder 6 Stunden, je nachdem, was wir kräftemäßig hier anpacken werden, zusammen mit dem Team.